Hallihallo und willkommen zu Suchen und Retten in CODAW auf der Map Greenband. Und dabei sind noch der Josch, der Jan und der Lars. Kann gar nicht sein. Diese Erzählerstimme. So, ja. Ich spiele jetzt die KF5 mit diesem Upgrade und diesem Upgrade. Als Zweitwaffe besitze ich die Atlas. Ich bin auch gerade ein bisschen heiserer als sonst. Ich spiele dieselbe Klasse wie letztes Mal. Die ist cool. Irgendwie. Lars, können wir? Ich bin drin. Achso. Oh, shit. Ja, nee, ich habe noch kein Team gesucht, ne? Ja, rein. Ja, okay. Rein. Du bist sowieso im Gewinnerteam. Ja. Falsche Klasse? Doch auch das wollte ich machen. Okay. Shit, ganz hinten, Sniper. Ja, ist doch so klar. Lol, der hat halt immer noch gesnipert. Möchtest du noch mehr die Marke einsammeln? Oh, da ist er durchgerannt. Oh, du fixer Junge. Ja, ich bin noch nicht doof. Ja, das Spiel können wir noch ein paar Mal machen. Nein, Josh steht unten. Lol. Dann haben wir auf jeden Fall genug Punkte. Wow, was war das denn? Oh. Ah, nice, danke. Folks. Shit oben bei uns. Alter, ich hab drei Kills. Nein. Und das ist doch die erste Runde. Nein! Ja. Nein. Ich sehe nur, er springt voll auf den Abgrund so und denke mir so, oh Gott, das kann ich. Ich mach drei Kills, aber nicht den Runden entscheiden, quasi. Quatzi. Boah. Es war so klar, dass er snipert, ne? Ich hab's ja vor der Aufnahme, habe ich schon gesagt. Dass ich hasse Sniper. Wenn ihr euch oben in das Fenster stellt, dann betet ihr darum, ne? Beten wir darum? Ja, euch eine Sniperkugel einzufangen. Ja, wir beten darum. Aber da. Amen. Was? Ich hätte gerne eine Sniperkugel. Sniperkugel in my head. Oh, von B rüber. Ja, also wenn du durch die Mitte läufst, betest du. Ja, okay. Da, halt Scheißteil. Ganz ehrlich, da. Das war eine gute Positionierung meinerseits. Oder das. Aber da du gelaufen bist. Der läuft von deren Spawn aus rüber zu Richtung A. Shit, ja, an deren Spawn in der Mitte. Ich hatte kurz überlegt, ob du da hergelaufen bist oder nicht. Ja, ich habe und ich überlegte noch kurz, ob er hergelaufen war. Oder ob er den anderen Weg genommen hat. Na, den anderen habe ich auch schon einen eingeschenkt. Es klärte sich ziemlich schnell. Oh, One Wood. Ah, nee, nein! Okay. Knapp. Ich dachte, ich wäre drauf. Du hast bei mir nicht mal geschossen. Ja, das ist deswegen. Aber an dem geschossen. Josh hat eine neue Waffe. Oder? Ist sie neu? Wisst ihr, da kam sogar noch ein Schuss neben dir. Sehr gut, Lars. Direkt nach dem Abschuss zweifelte Lars. Alter! War es die richtige Entscheidung? Nein. Nachladen, weiter. Wir sind im Krieg. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Alter. Was ist kaputt bei dir? Da wackelt einer aber arg am Ohrfeigenbaum, ey. Richtung A am Run. Lol. Einer tot. Nein! Oh, der andere macht mich. Und er sah nichts, doch er drückte den Abzug. Ja, du musst denn er war sich sicher, der Spray müsste ihn treffen. Alter, und so kam es auch. Scheiße zu labern. Das hätte mich doch jetzt irgendwie sehr. Ich wollte gerade sagen. Übrigens, mein Akkuk-Visier gehört dem US-Government. Ne? Spray! Also hätte ruhig mal einen da erst treffen siehst du können. Das recht? Ich wissen's Jan gemacht. Das Akkuk gehört noch nicht mal mir. Das gehört dem US-Government. Glaube ich. Dem US-Government. Du kannst ja, da steht doch: Poverty of US-Government. Das ist da drauf eingeprägt, Mann. Das lenkt mich immer total ab. Lenkt dich auch gleich ab, ey. Wenn das Einzige ist, was sich in diesem Spiel ablenkt, ne? Dann habe ich eigentlich gewonnen, oder? Ja, so ungefähr. Ernsthaft, diese Waffe trifft Lukas! Eigentlich... Ja, du kommst in a row, sorry. Das war der letzte Schuss. Okay, ich lerne, diese Waffe trifft im Spray so ungefähr gar nichts. Alter, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich gezielt. Und da waren es nur noch zwei.
Dann der andere. Er überlegt und überlegt. Er versucht sich in seinen Gegner hineinzuversetzen. Das war so bescheuert. Es gab nur eine Handvoll Möglichkeiten. Ohne Spaß, Lukas. Kannst du einen Moment. Doch, er musste abwählen. Lars, hast du das gesehen gerade? War es sicher? Hast du, du weißt, was ich meine? Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Aber dass die sich nicht gegenseitig geknutscht haben, ne? Meinst du gegenseitig so? Lull. Das ist Schlabbern. Ah. Nee, aber nicht. Wir gehen nur davon aus, wie du knutscht. Oh mein Gott. Das hast du jetzt aber gesagt. I don't like that. Wäre ja auch zu schön gewesen. Was? Öppare. Echt jetzt? Alter. Gut, damit ist er weg. Das war knapp. Zu knapp. Er erreichte sie nicht mehr rechtzeitig. Nein. Doch, oh, Jan. Scheiße. Nein, das war nichts mehr. Oh, Jan. Dieser Sprung-Fail. Auf Ewigkeiten wird dieses in den Teilen von YouTube sein, wie behindert der gesprungen ist. Wird es nicht, weil ich habe mir, hab mir noch die Dingens, die Abschlusskerben bei mir angeguckt. Der Sprung ist nicht mehr zu sehen. Man sieht nur noch, wie er aus irgendeinem Grund es überhaupt nicht mehr schafft. Jan wollte an der Bombe vorbeispringen, ist auf die Bombe drauf, nochmal zur Seite. Zeit, haben wir nicht die Zeit 5-5 bei uns? Ja, aber Jan war bei 4-7 war er erst dran. Bei mir war er bei 5-7 dran, wenn ich richtig geguckt habe. 4-7. Deswegen habe ich ja gesagt, dass ich es nicht schaffe. Halbe Sekunde oder so. Aber es wird ihn auf ewig verfolgen. Nein, er musste den Kopf freikriegen. Es ging weiter. Es ist Krieg. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Die nächste Runde, die nächste Chance. Doch, es gibt immer falsche Entscheidungen. Ein nächstes, du kannst mal aufhören, so viel Scheiße zu labern. Normalerweise würde ich ja sagen, Lukas hat was getrunken, aber Lukas ist nicht der Typ zum Trinken. Oh, naja. Ja, aber der Typ, der sich ganz von hinten ficken lässt. Lol. Na. Aber noch ist es nicht vorbei. Ich hab nicht gesehen, woher die Schüsse kamen. Okay, den ersten habe ich auch in die Wand gehämmert, glaube ich. Ja. Siehst du noch, das ist ein Schussloch. Also, fuck. In die Wand. Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen rumexperimentieren mit Waffen. Deswegen jetzt mal wieder seit langem die MK14. Aber auch nur, weil ich ausnahmsweise mal Sekundärwaffe auch hab. Seit langem die MK14. Sie fühlte sich vertraut an in seiner Hand. Hinten, lang, weg. Oh shit. Nein, ich habe mir wenigstens eingesammelt. Oh shit. Nein! Ehrlich jetzt. Stop! Pissisch! Du hast zwar Pech, dass ich auf dir drauf war, Lars, aber sehr gut gemacht. Deswegen gibt er sowieso eine Kette. Nein. Nein. Da war einfach nur eine Kugel, die mir gefehlt hat. Mal jetzt eine Kugel. Ja, zu Jan hat mir auch nicht viel gefehlt. Außer, dass ich absolut scheiße spielen kann. Also, der Position war einfach die Faust stärker als die Pistole. Das ist völlig egal. Ich habe trotzdem nicht getroffen. Ist ja egal, was stärker ist. Wenn ich vorher getroffen hätte, dann hätte die Faust auch nichts mehr gebracht. Aber ja, aber du kannst ja auch beruhigt sein. Ich habe ja auch nicht getroffen. Nein, da kommt der direkt an mir vorbeigesprungen. Ich fasse es nicht. Alter. Jetzt hängt alles von dir ab. Der Trupp zählt auf dich. Josh, das war nicht nett. Nein, der macht mich noch. Alter, shit. Aber alle beide, wow. Ne? Ich hab ihn mal ganz hinten gesehen, also erst da ganz hinten, dann rechts irgendwie, aber da habe ich mich verguckt. Deswegen du kannst so halt richtig schön sehen, in dem Moment, wo ich mich erschreckt habe. Okay. Erschreckt. Ja, und mir sieht es auch so aus, als hätte ich mich erschreckt. Also ich dachte eigentlich, du wärst rechts, aber das war dann Josh irgendwie. Ich dachte,
dann stellen sie auch da mit drin. Aber sonst? Warum liegt man eigentlich hinten? Ich habe das Gefühl, es läuft zu gut bei uns. Das ist nur ein Gefühl, das geht wieder vorüber. Ja, offensichtlich. Du weißt, dass du jemanden gesehen hast? Ja. LOL. Der hat den Baum geknutscht. Ey! Du bist der Letzte. Hab ich. Boah, von deren Spawn. Boah. Oh, die Bombe war ja. Bombtastisch. Bombe! Es war so Danke. Klar, dass er noch die Eier hat zu planten, aber das hat ihm das Leben gekostet. Im Nachhinein keine sehr weise Entscheidung. Runde gewonnen. Weise Entscheidung. Suchen und retten. Dann schießt man wieder unrückzugbare Verluste. Erst auf Lukas zielen, dann auf Josh. Ja, das war schon. Also. Leichenschändung ist nicht so schlimm. Das sagst du. Aber hast du auch mal an diese vielen Leichen gedacht? Was würden die wohl dazu sagen? Mist. Mist. alle nicht, zusammen das tanzt das Brot. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sonst sagen soll. Das war so schlecht. Ach, alles wird gut. Solange du wild bist. Open out. Das Schweigen im Walde oder was? Muss ja hören, was Sterns Figur sagt, wenn sie so fast outrange ist. Wow, oben drauf! Nein, das kann nicht sein! Oh, ich hab einfach zu lange gebraucht, um die Waffe in die Hand zu nehmen. Hui! Da ist die Runde auch beendet. Ja, war's. Sehr gut, ne? Ohne Spaß. An der Stelle habe ich noch die Bombe in der Hand gehabt. Jetzt hatte ich die Waffe. Das ist mega behindert. Ohne Spaß, ne? Also, ganz ehrlich, in dem Moment würde ich das Ding einfach nur liegen lassen. Das bist du aber sehr schön. Ja. Jetzt hatte ich die Waffe. Einfach nicht planen. Die Lars-Waffe hattest du dann, weil du in Lars Fresse stand. Ja, das auch. Warte, ich helfe dir hoch. Und dann zieht er sich so eine Amelie hoch. Und dann schießt er Lars. Ja, auch zu snipen. Einer rüber nach A. Ja, als ob ich snipe. Ah, Josh durch die Mitte. Ja, der andere war hinten A. Der könnte jetzt Mitte rotieren oder auf A gehen. Mal sehen. Oder er geht halt über Spawn, ganz anderen Weg, aber. Das ist halt die Frage. Wer weiß, wer weiß. Alles hat zu tun mit Wahrscheinlichkeit. Oh, sorry. Das musste mal raus. Wollen noch einen gewissen Standard wahren. Okay, nach Lukas Gelaber ist das schwer, aber. Ich wollte gerade sagen. Das war gut. Da ist der Hochmittel! Alter. Ich war jedes Mal so knapp daneben, ne? Ich glaube, nach dem Training nehmen wir nicht mehr auf. Zumindest nicht direkt nach dem Training. Nicht direkt nach dem Handeln. Das geht einfach nicht. Guckt euch diese schöne Musterung meiner Waffe an. Die ist so hässlich, ne? Es zählt das sieht auf dieser Waffe aber ziemlich geil aus, weil so die blau, sowieso blau-gelb aus, ist. Ne? Es sieht so das scheiße aus. Ich finde auch, dass das ziemlich scheiße aussieht. Ich finde fast alle Farben sehen scheiße aus. Und das ist der klägliche Versuch, ein bisschen scheiße zu machen. Können wir uns einigen, dass das subjektiv ist? Nein. Nein. Ich dachte nicht mehr. Warum fragst du dann? Weiß nicht. Fragen kostet nichts. Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz objektiv sieht das scheiße aus. Irgendwas in der Richtung. Einem einen mitgegeben. Wo war der? Oben drauf oder? Nee, der lag da und ist da durchgerannt. Dankeschön. Nein, ich hab sie nicht eingesammelt. Du bist der Letzte.
Alter, das kann ich doch. Ich bin dir hinterhergelaufen. Du hättest es nicht verdient gehabt, weil du gewartet hast. Ich musste nachladen. Ich konnte ja nicht. Ja. Ja, oder zählt der? Ja, Jan, auf die Distanz. Jan, ich sag dir jetzt mal was. Jan, auf diese Distanz ist Messern einfach besser als die Pistole. Lukas, jetzt hör auf so zu sprechen. Wir erinnern uns, ein paar Runden zuvor hast du mir das nur erklärt. Einer Mitte hinten. Oh, der springt aber. Ganz oben drauf. Ja, das kann nicht wahr sein, ey. Oh, danke. Das kann nicht sein. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, ist wenigstens gestorben, ey. Aber es kann nicht sein, dass ich einfach so unfähig bin. Ach so, lol. Ich war gerade vollkommen irritiert, warum die Runde noch nicht vorbei war. Ich habe einfach nichts gecheckt. Da ist der Nullchecker. Von wo? Nein! Ich schmeiß dir diese Waffe irgendwann ins Gesicht, ja? Weißt du, Jan, das ist wie mit deiner Sniper, nur andersrum. Sniper erfordert wenigstens ein bisschen Skill. Und die Waffe nicht? Nein. Du hast es gerade bewiesen. Das ist ein Weißvideo. Ja, aber guck dir das an, weißt du? Ich bin gerade total geschwächt. Da hast du denn kein Mitleid? Nein. Ich versuche ja schon die ganze Zeit mit der Pistol. Die Pistol erfordert tatsächlich Skill. Und, das ist wohl wahr. Dann muss ich wenigstens das ein bisschen mit dem manchmal geht's auch nur vor allem, du bist bombastigerisch geschwächt, Luke. Merkt man. Ich bin wirklich geschwächt. Er ist nur geistig nicht mehr ganz auf der Höhe. Nee, geistig nicht, sondern nur. Geistig vielleicht. Die Leute mit dem weißen Kittel suchen schon nach ihm. Ja, ihn aber fertig. Die finden mich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Bei denen im Drin noch am Aquarium? Okay. Das hast du auch nur gedacht. Versucht er zu lasern. Der andere auch in der Mitte. Beide Marken liegen noch da. Hat eingesammelt. Ja, der andere ist oben auf A gewesen. Ja, schon mach weit raus. Ich muss leider. Muss ich euch alle enttäuschen? Ich muss jetzt. Was mache ich denn jetzt? Nein! Oh Mann, ich hätte der anderen Waffe wäre ich sofort drauf gegangen, aber ich habe mich nicht getraut. Oh mein Gott, ist diese Waffe behindert. Geht. Okay, gut. Haben wir diese Waffe auch gespielt? Welche Waffe habe ich noch nicht gespielt? Oh. Ich habe doch meine Klasse gewechselt. Ja, ich wechsle die ganze Zeit meine Klasse. Vielleicht gar nicht so gut. Was macht so Spaß, ganze Zeit zu wechseln? Ich spiele gerade ein bisschen hinten, das stört mich. Dann kommt nach vorne. Hast du mich gesehen? Ich? Ja. Ich sehe keinen. Du hast feinen Rücken vor, wahrscheinlich war er in einer Mitte. Ja, einer Mitte. Richtung unser Spawn ran. Da sprechen wir nicht drüber. Vielleicht später. Nein! Achso. Wie neben mir stand auch noch einer? Wie ist der da hingekommen? Was? Ich hab mich rumgesneakt. Ich hab doch beide springen sehen, beide Gegner. Ja, ja so gut. Dann bist du halt. Ja, scheiße am Hauch. Oh, und eiskalt dann. Oh, schön, Jan. Flankieren nennt sich sowas. Hat gut funktioniert, ja? Ja, ich wechsle auch. Ja, ich wechsle trotzdem mal weiter durch, ne? Das fröhliche Durchwechseln macht doch irgendwie Spaß. Ich war auch schon vier Klassen gespielt. Ich habe gleich alle 10 durch. Ich hatte halt relativ viel Spaß am Anfang zu snipen. Ja, das ist. Nein! Lol! Okay.
und ich da hängen geblieben bin. Wie frech. Oh. Okay, so können wir weitermachen, Jan. Ich hol ganze Punkte durchs Blenden. Guckst du an. Und jetzt kommt der Guck. Ich hab eigentlich gar nicht da reingeguckt. Ich hab eigentlich nur nach oben. Nee. Ja. Wieso Sam Fisher, weißt du? Nur, dass er nicht weiß, dass er nicht ist. Sam Fisher mit seinen leuchtenden grünen Augen, die überhaupt total unauffällig sind, gerade im Dunkeln. Was machen denn die grünen Lampen da oben? Er hat eine Anzeige auf dem Rücken, wie sichtbar er ist. Ja, die leuchtet grün, wenn er aber nicht sichtbar ist. Das ist auch voll bescheuert. Da oben bist du. Alter! Ich hab ihn auch nicht gesehen. Nur noch einer übrig. Bring es zu Ende. Ein anderer hat gerade noch auf dich geschossen, ja. Ja, hier bei uns in der Lobby war der. Wow! Dass das nicht getroffen hat, ist so unfair. Ja, das ist absolut geil gewesen. Ich hätte so unfair, dass du nicht daran gestorben bist. Ich hätte dich auch jetzt gemacht. Ich hätte voll ins Gesicht gestorben. Ich hätte euch beide gemacht, das wäre egal gewesen. Pass auf. Oh mein Gott. Ne, gegen die Wand. Ich war ja gar nicht vor der Wand. Und die Waffe stand auch nicht vor der Wand. Man hat ja bei Jan den Schuss gesehen. Das penetriert nicht mich. Das ist eine Schrotflinte. Eine Schallschrotflinte. Ja, aber der Schall, du kannst der Schall, der gegen die Mülltonne gekloppt ist, hat den anderen Schall wieder weggemacht, weißt du? Habt ihr mal die Paintball-Effekte angemacht? Da sieht man ziemlich gut, dass die Schallschrotflinte trotzdem Projektile abfeuert. Scheiß auf Schall. Und das darf eigentlich so nicht funktionieren. Das ist aber uncool. Jetzt sind wir gerade wieder in Führung, jetzt fangen die an zu planen. Gehen wir auf einmal auf Objectives, ey. Was sind wir denn? Stell dir das mal vor, ey. LOL. Nice. Jetzt hängt alles von dir ab. Beende es. Alter. Boah, Alter. Nimm ein neues Magazin. Sie haben die Bombe entschärft. Wir haben den Kampf verloren. Aber noch ist es. Wasserwechsel! Lecklich! Nein. Ich hab schon wieder die Klasse gewechselt und er hat's nicht angenommen. Kannst ja schnell am Start nochmal wechseln. Nee, dann häng ich ja hinterher. Einer. Außen. Oh Gott, ey. Oh, danke fürs Cover. Es war jetzt mein Glück als Verstand, dass ich genau dann passend da war. Hat trotzdem funktioniert. Oh. Hast du mir aber den Arsch gesaved? Dezent. Decent? Decent. Ja, schöne Punkte. Escant. Ja, gerade aber auch schon. Die ganzen letzten Runden sind wir gleich auf. Nein! Ja, ich sehe dich noch und denk. Ach ja, der sieht mich bestimmt Ball. Nicht. Well dann! Well dann! Die Umstellung von der schnellen auf einer langsameren Waffe ist immer krass. Man zielt viel zu langsam. Machst du nix. Da hat der Jan die Obsidian Speed ausgepackt. Jupp. Yep. Gut. So, jetzt bin ich ja weit genug weg, jetzt kann ich es auch sagen. Ich finde das sehr verstörend, dass an dem Haus, wo wir spawnen, wenn wir Angreifer sind, dass an den Säulen Wasser runterläuft. Wenn man sich daneben setzt, dann plätschert das die ganze Zeit. Ja, und? Ist doch schön. Nee. Nein! Ja, genau, dann. Ja.
Das ist lustig, ich war bei euch beiden jetzt mal drauf und hat jemals was Lustiges gemacht. Ja, nicht, die gleiche Waffe hatte ich übrigens gerade auch, also die gleiche Waffe. Ich glaube, ich habe da jemanden springen sehen. Möchtest du nochmal springen, Lars? Ich deute das mal als nein. Ich bin doch schon mehrfach gesprungen. Zu beschäftigt, sorry. Zu beschäftigt. Nein, Alter, well, ich dachte, du bist ein Stein. Ja, du bist ein Stein. Ich war ein Stein. Ich bin ein Stein. Jan ist ein Stein und so clever wie ein Stein. Gut. Dann. Nee, Josh, nee. Wer hört? Er hat's trotzdem gut gemacht. Ich könnte da eine witzige Anekdote zugeben. Nein! Okay. Ciao, Leute! Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis dahin. Tschüss.